Meine lieben Waagegeborenen, herzlich willkommen auf meinem Kanal Auroras Sternmagie. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid, beziehungsweise freue ich mich genauso, wenn ihr heute das erste Mal den Weg zu mir, zu meinen Botschaften gefunden habt. Bitte bedenkt, das ist ein allgemeines Reading aus den Kollektivenergien. Jeder von euch steckt gerade in seiner ganz eigenen Lebenssituation. Jeder von euch entscheidet auch immer ganz individuell, welchen Weg er gehen möchte. Von daher kann dieses Reading nicht für jeden von euch zu 100% stimmig sein. Aber die ein oder andere Botschaft, den ein oder anderen Tipp, wenn nicht sogar das komplette Reading, ist für euch dabei. Wir schauen jetzt gleich in die Energien zum Thema Liebe und Wunschpartner für die kommenden Tage. Auch ganz wichtig, im Reading, das ich jetzt habe, sind die Personenkarten geschlechterneutral. Also bitte dreht es euch so hin, dass es für euch passend und stimmig ist. Wie immer beginne ich mit dem Feen-Tarot. Schau einmal, was für Hauptenergien in den kommenden Tagen für euch wichtig sind, was für Hauptüberschriften ich überbringen darf. Und da gehe ich dann mit dem Licht- und Schattentarot von Chris N. nochmal ganz genau ein. Und dann möchte ich auch noch mit den Lenormand-Karten einen kurzen Ausblick in die kommenden Tage legen. Und andere Orakelkarten kommen sicher auch noch zum Einsatz. Aber jetzt starten wir los, denn ich denke, ihr seid genauso gespannt wie ich, was ich euch denn Schönes für die kommenden Tage zum Thema Liebe und Wunschpartner berichten darf. So, für meine lieben Waagegeborenen, für die kommenden Tage zum Thema, das sind zu viele, zum Thema Liebe und Wunschpartner. Welche Energien sind am stärksten vertreten? Welche Hauptüberschriften darf ich legen? Da hätte ich gerne drei Karten, drei Botschaften aus der geistigen Welt zum Thema Liebe und Wunschpartner. Und da kamen sie auch schon geflattert. So, beginnen wir mit der ersten Karte. Gleich eine Personenkarte. Die Königin oder der König des Herbstes. Ein Mensch, der sehr stilvoll ist, großzügig in seinem Charakter, praktisch veranlagt, mag das Schöne, das Elegante, hat sehr oft eine hübsch eingerichtete, stilvolle Wohnung, achtet auf sich, kleidet sich gerne gut. Eine sehr stabile Energie, kann man sagen, geerdet, weiß, was er kann, weiß, was er will. Also durchaus eine sehr, sehr angenehme Person. Achtet, wie gesagt, aufs Äußerliche, auch materiell, auf materielle Dinge, mag das Schöne und das Elegante. Bin ich gespannt, was ihr mit diesem König oder der Königin auf sich hat. Jetzt der Prinz des Sommers auch noch. Der Prinz des Sommers als Energie, die Leichtigkeit, ja, das Romantische, das Mitreißende, das Flirten, das Schmetterlinge im Bauch haben, sagt auch eine plötzliche Verliebtheit voraus. Also für all euch Singles unter euch oder wenn ihr jemanden im Auge habt, ist das schon mal die Karte, die sagt, hey, da könnten die Schmetterlinge beginnen zu flattern. Und als letztes das Ass des Frühlings. Also mega Karten für euch. Die Zeit ist gekommen, aktiv zu werden. Du sollst furchtlos sein, du sollst deine schönsten Träume verfolgen, deine Fantasien anregen, ausleben und vorwärts gehen. Also wenn ihr jemanden im Auge habt, hier den König oder die Königin des Herbstes, spürt, dass es da bitzelt, ja, dass da Aufregung im Spiel ist, Herzklopfen, dann auf jeden Fall die Hauptenergien schon, traut euch. Traut euch, seid furchtlos. Geht auf diesen Menschen zu. Aber jetzt schauen wir natürlich genauer hin. Erst einmal auf euren König, eure Königin, Wunschpartner, zukünftiger Liebhaber. So,
Welche Botschaften zum König oder der Königin des Herbstes darf ich überbringen? Da hätte ich auch gerne 3 klare Antworten, 3 Tipps oder Ratschläge aus der geistigen Welt für euch, für meine Zuschauer, für meine Abonnenten. Drei Stück. Und eine noch bitte. Die ist unter den Tisch gebummelt, dann bleibt die da liegen bis zur nächsten Runde. Ja. So, meine Lieben, ein stetiger Kampf. Mit diesem Menschen, mit diesem Herzblatt, mit eurem Wunschpartner. Die 5 der Stäbe sagen, ihr seid in einem inneren Kampf. Ihr kämpft euch da immer hoch zum Licht, kurz bis an euer Ziel und dann passiert irgendetwas, das euch abstürzen lässt, so dass ihr wieder am Boden zerstört seid, euch erst wieder aufrappeln müsst, um wieder erneut nach oben zu kraxeln. Also gut möglich, dass bei einigen von euch das so ein On-Off-Thema ist. Ein Thema, er meldet sich nicht, sie meldet sich, Funkstille, man hört nichts mehr, man weiß nicht, wo man dran ist. Also ein Gefühlschaos sozusagen. Ja, dieses Gefühlschaos soll aber in den Ausgleich kommen. Also da wird sich etwas in eurer Beziehung verändern, dass ihr mit den 6 der Münzen das Gefühl habt, okay, da kommt jetzt etwas ins Laufen, da kommt jetzt mehr von ihm, von ihr rüber. Es ist nicht nur das Gefühl, was ich habe, immer hinterher zu rennen, ja, zu bitteln, zu betteln, hey, meld dich doch, warum meldest du dich denn nicht? Und so weiter und so fort. Da soll jetzt der Ausgleich reinkommen und Trommelwirbel, sich tatsächlich in eine Liebe stabilisieren, nach dem Motto, wie Donald in die Münzchen springen, in die Liebe, in die Zuversicht, ins Kuscheln, ins Wohlfühlen, ins Vertrauen. All diese Dinge stecken in diese Kelche. Also da wird sich etwas wandeln. Ihr werdet aus diesem Zwiespalt, in dem ihr steckt, dieses Nichtwissen, wie geht es weiter, immer diese Rückschläge einstecken, was eure Gefühle betrifft, was euren Herzensmensch betrifft. Das alles wird sich ändern. Wenn ihr Single seid, genauso, habt ihr wahrscheinlich gerade das Gefühl, okay, da lächelt jemand, man hat so das erste Date, das erste Gespräch und dann denkt man wieder, boah, nee, wirklich, nee, nee, lass ich, möchte ich nicht, ist nicht meins. Auch das wird sich ändern und da wird jemand auf euch zukommen, der ja genau diese Liebe in euch auslöst, die ich gerade beschrieben habe. Also eine super Wandlung für euch schon mal. Jetzt haben wir ja noch die Energie des Prinz des Sommers, diese Leichtigkeit, das Flirten, die Schmetterlinge im Bauch, die plötzliche Verliebtheit, total hingerissen sein und so weiter. Was darf ich dazu noch Schönes überbringen? Zwei Karten bitte. Oder eine noch. Das sind zu viele. Eine oder 2 Botschaften hätte ich gerne noch. So der Prinz des Sommers Energie. Zu der Leichtigkeit, zu dem Verliebtsein. Was darf ich dazu noch Schönes erzählen? Eine noch bitte. Dankeschön. So, dann schauen wir mal da rein. Ja. Das ist genauso das Gefühl, das ihr hattet nach einem solchen Absturz, wie ich ihn vorhin beschrieben habe. Ihr habt euch eingekästelt in euer Nest, in den Bereich, in dem ihr euch sicher fühlt, in dem ihr euch wohlfühlt, in dem ihr das Gefühl hattet, hier kann mir nichts passieren. Ja? Ihr habt euch zurückgezogen,
Warst du in der Stimmung, nee, ich gehe besser mal nicht raus, ich bleib zu Hause, ich bleib an meinem sicheren Ort, damit mir mein Herzlein nicht wieder gebrochen werden kann oder irgendeine Verletzung auf mich zukommt. Das ist genau das Gefühl, nach jedem Versuch, den ihr gestartet habt, der wieder gescheitert ist. Und deswegen steht ihr noch so ein bisschen abwartend vor dem Zaun. Ja? Ihr seid so in der Position, soll ich mich drauf einlassen? Ja, nein, vielleicht verlasse ich mein Nest, gehe ich über den Zaun, öffne ich die Türe, gehe ich raus, gehe ich ein neues Wagnis ein? Da seid ihr gerade noch etwas am Abwägen. Aber es ist eine Aktionskarte, die mir ganz deutlich sagt, jawohl. Ihr werdet dieses Nest wieder verlassen. Denn es kommt der Narr. Der Narr zeigt, ihr werdet in euer Vertrauen wiederkommen. Ihr werdet den Sprung wagen. Hier springt er oder sie in die Liebe, ja, möchte Liebe geben, möchte Liebe erleben und ausleben. Und ihr springt in das Vertrauen rein und sagt, okay. Ich gehe über den Zaun, ich werde es wagen, ich werde mein Herz öffnen, meine sichere Burg verlassen und mich drauf einlassen auf diese Liebe. Also super schöne Karte und es rentiert sich auf jeden Fall, denn ihr seht, ihr braucht euren Arm nur ein klitzeklein bisschen zu strecken und könnt von dem Baum alle Früchte ernten. Und das ist ein Liebesorakel, also alles, was zur Liebe gehört, liegt in erreichbarer Nähe für euch. Also da tut sich ganz gewaltig etwas. Und zwar in Richtung, ja, ihr werdet das Verliebtheitsgefühl spüren, ihr werdet noch ein bisschen hadern mit euch selbst, ob ihr das Risiko eingeht, aber ihr werdet diesen Sprung ins Ungewisse tun und dafür reichlich belohnt werden. Also super schöne Energien. Und jetzt haben wir noch das Ass des Frühlings, das sagt, trau dich zu träumen, trau dich raus. Ass ist ja die Chancekarte schlechthin, ja? Die sagt, hey, es steckt alles in dir. Du musst mutig sein, du musst deine Träume angehen, verwirklichen wollen. Nicht stehen bleiben und hier in eurer Traurigkeit, Hoffnungslosigkeit verharren. Jawohl. Ja. Die Kraft, der Mut, ja? Ihr werdet diese Kraft in den kommenden Tagen wieder erleben. Ihr werdet mutig sein. Ihr werdet mutig sein, aber nicht, wie soll ich sagen, zu forsch. Ja, ihr beschützt ja, ihr seid die Löwin oder der Löwe, aber gleichermaßen beschützend, denn ihr habt das Lamm in eurem Arm, was bedeutet, ihr seid auf einer liebevollen Art mutig. Ja, ihr geht nach vorne, aber nicht mit den Zähnen und den Krallen eines Löwens, sondern auch mit dem Herz und der Weichheit eines Lämmlein. Und hier haben wir ja auch das Herz um den Hals. Was bedeutet, ihr werdet in diesem Liebesthema euren Mut zusammennehmen, all eure Kraft und einen Neuanfang wagen. Also super schön. Ja, hier sitzt ihr noch so ein bisschen vor der Türe. Das ist genau das, ja. Eingekästelt in eurem Zuhause. Hier ist die Türe zu einem neuen Raum, ja, zu einer neuen Chance, zu einem Traum. Alles, was ja in euch so sehnsüchtig wartet. Der Schlüssel liegt auch da, aber ihr müsst aufstehen und durch diese Türe gehen, ja, um diese Liebe zu erfahren, wieder Vertrauen haben. Von diesem Baum pflücken zu können, ohne Angst und ohne Scheu, sondern mutig, mutig drauf losziehen. Und das kommt ganz plötzlich, denn der Turm sagt, da kommt etwas plötzlich auf euch zu. Diese Türe wird vom Blitz zerstört. Ihr geht raus, definitiv. Traut euch wieder, euch auch zu träumen, ja? Träume zuzulassen und nicht im gleichen Moment zu denken, jo, sind ja schöne Träume, aber sind halt nur Träume. Nee, es sind nicht nur Träume. Es sind Gedanken, die ihr nach oben gibt, Wünsche, die ihr nach oben gibt.
wo erfüllt werden möchten, wenn ihr den Glauben habt daran, dass es auch so kommt. Weil ich sage ja immer, ihr könnt auch negativ manifestieren, indem ihr immer wieder nach oben gebt, ah, das passiert sowieso nicht, da kommt nie der Richtige auf mich zu, das sind immer nur Menschen, die mit mir ins Bett wollen oder die, ja, die mich ausnützen wollen, die mir mein Herz brechen werden. Wenn ihr das nach oben gebt, dann spiegelt das Universum das, denn das Universum bewertet nicht. Das Universum ist nicht da, um zu bewerten, was gut oder schlecht für euch ist. Das ist wie mit einem großen Versand, ja? Ihr bestellt euch ein quietschegelbes Kleid, seid schneeweiß von der Haut, vom Hauttyp her. Da ist nicht der Versand, der sagt, also wollen Sie vielleicht nicht eine dezentere Farbe nehmen oder eine Farbe, die Ihrem Hauptton mehr schmeichelt. Nö, ihr habt es bestellt, also kriegt ihr es. Und genauso ist es mit dem Universum. Also achtet immer auf eure Gedanken und auf eure Gefühle, die ihr nach oben gebt. Denn die Bestellung kommt im Positiven wie im Negativen. Und bei euch kommt etwas zum Wachsen in der Liebe. Ihr seht, ihr habt den Samen ja ausgestreut. Hier ist jemand, der kommt. Der König des Herbstes, der auf euch zukommen wird oder schon da ist und der möchte jetzt den Ausgleich, der möchte in die Liebe gehen. Und hier sind die Samen gestreut, da wächst, die Wurzeln sind schon in der Erde ganz tief. Vielleicht seht ihr es noch nicht ganz, ja, aber da kommt etwas zu wachsen, definitiv. Da tut sich etwas. Ihr müsst allerdings auch den Mut haben, den Schritt vor die Türe zu gehen, die Liebe zuzulassen, auch mit der Angst vielleicht im Nacken. Hey, man könnte mich wieder verletzen. Aber Liebe ist eins der mutigsten Dinge, die man jemandem entgegenbringen kann, denn Liebe kann unglaublich verletzen und unglaublich wehtun. Aber ihr werdet so mutig sein und mit dem Narr den Sprung wagen. Nach draußen gehen, es wagen und ja, etwas zum Gedeihen bringen. Ja, hier, das ist eure Energie. Chaka, ich kann's. Ich bin sexy. Ich bin toll. Ich weiß, wie es geht. Ich habe meine Wünsche auf der Hand, strahle sie an und lasse sie einfach in Erfüllung gehen. Das wird eure Energie werden. Super, mega schön. Nach dem Mut, nach dem Gang vor die Türe, ja, nach dem plötzlichen Wandel werdet ihr diese Energie erleben. Super schön. Aber wie gesagt, es kostet einen kleinen Weg, einen kleinen Schritt, den Schlüssel in die Hand zu nehmen und euch nach draußen zu trauen. Jetzt möchte ich gerne mit den Lennemann-Karten eine Aussicht auf die kommenden Tage, was ich euch denn da Schönes erzählen darf, was da denn so auf euch zukommt. Was kommt auf meine Waage Geborenen zu? Drei Karten, noch zwei oder drei bitte. Wie geht es weiter? Wenn Sie den Schritt denn wagen, was kommt auf Sie zu? Jo. Bewegung. Es kommt Bewegung in euer Liebesleben. Es kommt Bewegung, wenn ihr Single seid, wird sich da etwas tun, wenn ihr den Mut habt und rausgeht, auch bereit seid, jemand kennenzulernen. Denn hier in euer Nest, ja, da lasst ihr noch niemanden rein. Da passt doch gar niemand rein, ne? Es soll sich etwas festigen. Der Anker ist immer das Zeichen für Stabilität und dass etwas Festes in euer Leben kommt. Also mit diesem Menschen, den ihr im Kopf habt, bei dem es bis jetzt um einen Kampf ging, der euch traurig gemacht hat, da wird der Ausgleich reinkommen und es wird sich eine wunderschöne Liebe entwickeln, denn mit den Neun der Kelche ist alles drin. Und ja, es war ein heftiges Kreuz, was ihr getragen habt in der Vergangenheit, definitiv. Das sehe ich ja an den Karten hier, dass ihr da, ja,
etwas geschultert hattet, was wahnsinnig schwer war und was euch hier dazu gebracht hat, nicht zu wissen, wo geht eure Reise hin, wo ist der richtige Ausgang aus dem Labyrinth, welchen Weg soll ich gehen, damit es anders wird. Ja, das war euer Schicksal, euch auch zu trauen. Das war eine Lernaufgabe. Das Kreuz ist immer eine Lernaufgabe. Vielleicht musstet ihr lernen, mutig zu sein. Vielleicht musstet ihr lernen, euer Nest zu verlassen, indem ihr euch geborgen und sicher fühlt, den Sprung ins Unbekannte zu wagen, raus, leben. Jetzt bin ich gespannt, was ich noch erfahren darf. Wie geht es denn weiter, wenn ihr den Ausgang aus dem Labyrinth gefunden habt, den Mut habt? Ich hätte gerne noch 3 Karten, bitte. Ihr irrt da in eurem Kopf, in eurem Herzen herum, macht es euch selbst schwer, ja? Aber das ändert sich ganz, ganz plötzlich. Entweder lernt ihr jemanden kennen, der diese Königin der Stäbe in euch weckt, ja? Oder es ändert sich mit eurem Wunschpartner so plötzlich etwas, dass genau diese Energie freisetzt. Jo, super, super schön. Da sind die Blockaden, ja? Das sind die Blockaden, die ich hier habe. Ihr steht vor diesem Berg und wisst nicht, wie schipper ich da außenrum, ne? Wir haben ja das Schiff, die Bewegung, da soll ja Bewegung reinkommen. Aber mit dem Schiff fährt es sich ganz schlecht über einen Berg. Und jetzt steht ihr da und wisst nicht weiter. Hier, ne? Aber, meine Lieben, ich sag immer, man kann versuchen, über den Berg zu gehen. Eine Möglichkeit, hat von oben eine super Aussicht, kann das alles auch mal objektiv betrachten, aus einer Entfernung. Oder man geht einfach außen rum, aber man bleibt nicht davor stehen. Ihr habt gar keine Ahnung, was euch alles Schönes begegnen kann, wenn ihr diesen Berg ausweicht, dem Wald entlang lauft, durch den Wald, was euch für tolle Dinge begegnen können. Also bleibt nicht vor diesem Berg stehen, bleibt nicht in eurem Nest hocken. Es wird eine Brücke gebaut werden zwischen euch. Das habe ich hier vorne schon gesagt mit dem Ausgleich. Etwas, was für euch noch unüberwindbar war. Was ihr gedacht habt, das kommt nie ins Lot. Das kann gar nicht klappen. Der Abgrund zwischen uns ist so tief. Da wird sich etwas verändern, denn die Brücke geht über diesen Abgrund drüber auf die andere Seite. Also meine Lieben, da wird sich etwas verändern. Die Blockade wird sich auflösen. Und zwar, die Eulen sind immer ein heftiger Umbruch. Ja? Also da tut sich nicht so was Kleines, so ein Anklopfen, sondern da kommt etwas ziemlich schnell und heftig auf euch zu, das sagt ja der Turm auch schon, ne? Der Turm, der hier eure Tür zum Einsturz bringt. Und die Eulen, die sagen, es kommt ein Umschwung in euer Leben. Und das vielleicht mit einer Einladung. Die Blumen sind gefallen, die Blumen sind Komplimente. Eine Einladung flattert ins Haus, etwas wächst, etwas Schönes kommt auf euch zu. Ganz unerwartet. Man wird euer Leben ganz schön auf den Kopf stellen. Die Blumen sind, dass man euch schön findet, dass man sich zu euch hingezogen fühlt, all solche Dinge, ja. Also da kommt ein Wandel und eine Nachricht auf euch zu, die euch, ja, aus eurem Nest rauslocken wird, sagen wir es mal so. Schauen wir mal, welche Botschaft denn euer Herzblatt noch für euch hat. Ihr wisst, für die Männer sind es die Damen, für die Damen sind es die Herren. Dreht es euch bitte so hin, dass es passt. Oh yes, das ist die richtige Botschaft an euch. Du, ich, eine Liebe mit Ecken und Kanten. Manchmal ist unsere Liebe mehr Alltag als Wolke 7, mehr Hardrock als Kuschelrock,
Mehr Teller schmeißen als Komplimente machen. Mehr Realität als Romantik. Und eben ein bisschen laut, leidenschaftlich und launenhaft. Aber das macht mir nichts, denn du bist es wert, dass man sich mit dir streitet und wieder versöhnt. So ein bisschen Streit macht unsere Liebe auch bunter und echter, findest du nicht? Die Botschaft war mehr als passend. Schauen wir, was die kleinen Herzorakelkarten zu dir noch sagen. Obala. Bleib dir selbst treu. Ja, treu sollt ihr euch immer bleiben. Das sage ich in jedem Reading. Wer dich nicht so mag, wie du bist, schicken zum Teufel. Denn du bist liebenswert, du bist einzigartig, du bist genau richtig so, wie du bist. Und man muss sich für nichts und niemanden auf dieser Welt verbiegen, weil man dann das Gefühl hat, vielleicht liebt er mich dann. Nö, nö. Und nochmals, nö. Göttliche Fügung. Du wirst wissen, wann der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Vertraue darauf, dass sich alles zum Guten wenden wird. Ja, du wirst wissen, wann du vor die Türe gehst. Definitiv. Liebe. Wenn Liebe die Antwort ist, wozu noch länger fragen? Hier kommt deine Antwort. Und hier die Liebe. Und zum Abschluss, Seelenzwillinge. Eure Leidenschaft ist entflammt. Meine Lieben, wenn man seinen Seelenzwilling trifft, sage ich immer, dann ist das nicht, man trifft sich und alles ist Friede, Freude, Eierkuchen. Nein, Seelenzwillinge sind immer Aufgaben in unserem Leben. Oftmals kennen wir uns aus früheren Leben, haben noch alte Themen aufzuarbeiten. Es ist immer ein Schicksalsbegegnung, immer ein Lernfaktor. Man kappelt sich, man hat alte Wunden. Alte Wunden werden aufgerissen. Man fühlt sich wahnsinnig angezogen und gleichzeitig erschreckt einen diese Nähe auch, macht einem Angst. Also Zwillingsseelen haben keinen einfachen Weg zum Liebesglück hin. Aber wenn sie gemeinsam ihre Wunden heilen, wenn sie gemeinsam beschließen, diesen Weg zu gehen, ist das die größte und die schönste Liebe, die man je in seinem Leben erfahren darf. Und viele Menschen suchen ihr ganzes Leben und finden ihren Seelenzwilling leider nicht. Nicht in diesem Leben. So, meine Lieben, was möchte euch das Universum dazu noch sagen? Ich überlasse mich einer Kraft, die größer ist als ich. Habt Vertrauen, ist diese Antwort für euch. Habt Vertrauen, da ist eine Kraft für euch am Werke, damit alles gut wird, damit alles genauso kommt, wie ihr es euch wünscht, Seelenzwillinge. Ja? Eure Aufgabe, euer Schicksal, eure Liebe. Ich fand, das waren wirklich schöne Botschaften, eindeutige Botschaften an euch gerichtet, euch zu bewegen, in die Heilung zu gehen, ins Vertrauen, in die Hoffnung und in den Glauben, dass alles genauso kommt, wie es für dich bestimmt ist und alles gut und schön wird. Wenn euch diese Legung gefallen hat, freue ich mich natürlich über einen Daumen hoch. Vielleicht habt ihr noch eine Waagefreundin, einen Waagefreund und sagt, hey, das ist genau seine, ihre Legung. Teilt das Video sehr, sehr gerne. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Es kommen jetzt am Wochenende die Allgemeinlegung auf deinen Wunschpartner. Wie geht es ihm gerade? Was plant er? Wie wird es weitergehen? Genau, das wollte ich noch sagen. Ich schicke euch ganz viel Kraft, ganz viel Kraft, ganz viel Liebe und ganz viel Licht, dass ihr vor die Tür geht. Es rentiert sich definitiv. Schreibt mir auch gerne in die Kommentare, ich antworte immer. Und wenn ihr denkt, Mensch Aurora, schau mal genauer rein, dürft ihr gerne unter dem Video in die Infobox klicken. Da ist meine WhatsApp-Nummer, schreibt mich an, dann können wir telefonieren und schauen, was ich für euch Gutes tun darf. Bis dahin alles Liebe von mir. Tschüss.